Das war Volkshetze. Das war hoch gefährlich und beleidigend und schmerzhaft. Ich glaube nicht, dass die gedacht hätten, dass ich damit öffentlich gehe und dass ich mich weigere. Steck mich ins Gefängnis für die 40 Tage. Mach doch. Sie ist nicht nur eine der bekanntesten, lustigsten und erfolgreichsten Comedians Deutschlands, sondern auch eine laute Stimme im Kampf gegen Rassismus und für Menschenrechte. Wegen der Beleidigung eines AfD-Politikers droht ihr nun aber eine Haftstrafe. Herzlich willkommen bei Dieb und Deutlich, Inessa Amani. Außerdem mit dabei der YouTuber, der dunkle Parabelritter. Und Celine Höfgen, die im Netz Pädokriminelle jagt. Inessa, ist es so schön, dass du da bist. Ich fange mal kurz von vorne an. Ein AfD-Politiker steht auf einer Bühne, hält eine Rede und er sagt vor versammelter Mannschaft ganz, ganz schlimme Sachen. Ich möchte wissen, wenn mich in der Nachbarschaft ein küsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist der nicht krank, liebe Freunde? Und das müssen wir sicherstellen. Wer von Ihnen eine Albaner-Gruppe, nennen wir es mal so, ja, bei sich zu Hause pflegend haben will und in die Bude ausräumt, der wählt CDU, meine Damen und Herren. Und wer das nicht will, der wählt die AfD. Das hast du geteilt, bist drauf eingegangen und hast es thematisiert, weil es nicht angehen kann, dass ein Mensch so etwas freisagen darf, ohne davon zu kommen. Andreas Winnert oder Andreas irgendwas, ey, der hat offiziell gesagt, dass alle Albaner Diebe sind. Das hat er offiziell gesagt. Ein Typ von der AfD hat gesagt, alle Afrikaner, aber hat das N-Wort benutzt. Er möchte einen Gesundheitstest von denen haben, bevor die ihn umarmen oder irgendwie küssen oder irgend so ein komisches Wort hat er benutzt. Was geht ab, Alter. Ein B***, der weggesperrt gehört. Dieser Andreas Winnert, der gehört weggesperrt. Und die AfD hat den nicht gekickt. Aber was ist passiert? Du hast Ärger bekommen, weil du ihn auch beleidigt hast. Also solltest du Strafe bezahlen. Was hast du als erstes gedacht, als du den Brief bekommen hast, dass du jetzt Strafe zahlen sollst? Es war Ende 2018, wo diese öffentliche Rede von ihm war. Und die war eben in einem Maße, also da gibt es natürlich viele, die solche Reden halten, aber die war wirklich so an so einem Punkt, wo ich sehr erstaunt war, weil ich habe es erst ein halbes Jahr später mitbekommen, dass eben, dass da keine große Welle gab. Also, dass wir das immer weiter normalisieren und normalisieren, dass sich jemand hinstellt und immer weiter ein beleidigerendes Wort, ein immer ein bisschen mehr diskriminiert und so die Grenze sich verschiebt. Und ich habe es ein halbes Jahr später gehört und ich wusste, dass eben manchmal es eben auch nicht reicht, wenn Leute das alles sehr diplomatisch sagen, weil dann keiner zuhört. Weil du dann ganz nett und brav sagst, ich finde das falsch, was sie gerade gesagt haben. Aber ab dem Moment, wo jemand was sagt, was schon hochgefährlich ist, dann braucht es manchmal auch in der Antwort ein bisschen mehr Lautstärke, ein bisschen mehr Kraft, Mut. Aber in dem Moment wusste ich, ich muss das jetzt so scharf formulieren, dass Leute erstmal überhaupt dieses Video anklicken und gucken, was dieser Mensch gesagt hat. Und in dem Moment habe ich auch gewusst, es kommt eine Strafe und ich hatte auch absolut vor, die Strafe zu bezahlen. Also es war nicht von Anfang an dieser Gedanke. Ich habe gesagt, da wird jetzt, wenn jetzt ein paar Tausend kommen für die und die und die Beleidigung. Und dann habe ich gedacht, heutzutage habe ich das Privileg. Ich komme von kompletter Armut und jetzt habe ich das Geld. Und ob ich jetzt ein paar Schuhe kaufe oder ob ich das bezahle, ich bezahle das. So ein paar Schuhe, nicht ein paar Schuhe, mehrere Schuhe. Und als dann kurz danach irgendwann auch der Brief kam, sie haben beleidigt. Und das war ja erstmal nur der Brief, sie haben beleidigt. Da war noch nichts von Haftstrafe oder so, sondern und da ging es erstmal darum, dass ich das Video runternehmen soll. Also mein Video und auch was von seiner Rede. Und da habe ich gesagt, mache ich beides nicht. Also ich habe gar nicht geantwortet und ich habe bis heute ist es noch auf meiner Seite, auf Reels, wenn runtergehen, ist die Rede von ihm bei mir auf Instagram. Und ich habe gesagt, es war eine öffentliche Rede, lösche ich nicht. Und meine Sachen lösche ich schon gar nicht. Ja, so mache ich nicht. Und dann habe ich gedacht, soll der doch bellen. Ja, interessiert mich nicht. Und dann, als ich das aber dann öffentlich gemacht habe, gesagt, der Anwalt hat sich gemeldet, haben sich bei mir ganz viele Menschen gemeldet und haben gesagt, du bist nicht die Einzige. Wir haben nicht nur, wir haben diesen Mann angezeigt, wir haben das zur Anzeige gebracht. Und schade, dass ich diese Differenzierung sagen muss, aber auch für die Leute da draußen vielleicht wichtig zu wissen. Das waren übrigens, sagen wir zu 90% Deutsche ohne Migrationshintergrund, was mich so glücklich gemacht hat. Die haben gesagt, wir haben den angezeigt. Wir sind zum Beispiel, ich bin eine Juristin, ich bin ein Jurist, ich finde das hochgefährlich. Alte Menschen haben mir geschrieben, ich bin 88, ich habe das angezeigt, ich weiß, wie gefährlich das ist. So, das kam alles per E-Mail bei uns an.
Und dann, als ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt ist eine Strafe gekommen, das war erstmal, also mir wird eine Strafe, Entschuldigung, angedroht, entweder sie nehmen das runter oder das hat Konsequenzen. Und dann schrieb mir jemand, wusstest du, dass diese Anzeigen, also ihm gegenüber, alle fallen gelassen wurden. Und dass der Staatsanwalt gesagt hat, wir brauchen das nicht weiter zu investigieren. Das war im Rahmen einer Wahl eine Provokation, die absolut in Ordnung ist. Er hat nicht mal 50 Euro, also für mich wäre das symbolisch gewesen. Und ich habe das die ganze Zeit gesagt. Ich habe gesagt, hätte man ihm 50 Euro, was ich immer noch Quatsch finde, aber sagen wir ihm gesagt, sie müssen 50 Euro zahlen, weil das war Volkshetze. Das war hoch, hoch, hoch gefährlich und beleidigend und schmerzhaft. Aber als ich wusste, seins wurde fallen, das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt können die sagen 5 Cent. Frau Armani, bitte 5 Cent. Gesagt, ob das jetzt 5 Cent sind, 5.000, 5 Millionen, 50 Euro, egal was. Drehen Sie sich bitte einmal im Kreis. Mache ich nicht. Ja? Weil da war eben der Moment, wo ich gedacht habe, das muss gesehen werden. Und das war mir wichtig, weil natürlich viele Rechte mir schreiben. Ich schreibe mir jetzt auch übrigens, sind oft Kommentare, die verurteilte Frau. Aber ich glaube, viele Künstler und Künstlerinnen, die ich kenne, die kriegen Angst, wenn ein Brief von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft kommt. Viele, auch viele tolle Menschen, die ich kenne, die sind da so, lieber zahle ich das. Am Ende steht das in der Akte. Am Ende kann ich irgendwann auch nicht nach Amerika einreisen. Krieg das nicht, dies nicht. Ich bin, was solche Sachen angeht, Gott sei Dank, vielleicht, weil ich Eltern habe, die aus einer Diktatur kommen, mir macht das keine Angst. Also wenn mir jemand zum Beispiel droht mit einer Anzeige, mit Polizei, im Gegenteil, ich sage immer, bitte. Also wenn Polizei zum Beispiel kommt und sagt, wir machen jetzt unsere Bodycam an. Also bitte machen Sie die Bodycam an. Also ich wünschte, Sie hätten die immer an. Ja? Also mir macht dieses Justiz, macht mir keine Angst, wenn ich das, weil ich eben ehrlich gesagt auch Recht und Gesetz liebe. Ich finde meine Strafe für meine Beleidigung wunderbar. Ich finde die nicht nur rechtlich toll, ich finde das schön, dass ich verurteilt wurde für eine Beleidigung. Ich finde es nur super angsteinflößend und fraglich und schwierig und problematisch, dass dieser Mensch einfach komplett frei, straffrei und sogar noch so runtergespielt wurde. Das war nur eine kleine Provokation. Und dann kam irgendwann dann eben auch der Brief, entweder 1.800 Strafe oder 40 Tage Gefängnis. Und ich habe sofort in die Kamera gehalten, das darf man übrigens auch nicht, aber ich habe sofort in die Kamera gehalten, war mir auch wurscht, und habe gesagt, so, und ich zahle es nicht. Jetzt macht, was ihr machen müsst. Und das ist ja aber schon länger her. Und du warst ja seitdem kam keine Antwort. Es kam ein paar Monate später ein weiterer Brief, dass auch Gebühren angefallen sind, weil anscheinend versucht die Staatsanwaltschaft, und das ist das, was ich vermute, die haben nicht mit dieser Riesenöffentlichkeit gerechnet. Die haben gedacht, die Inisa zahlt das schnell, dann ist das vom Tisch. Ich glaube nicht, dass die gedacht hätten, dass ich damit öffentlich gehe und dass ich mich weigere. Die haben gedacht, komm, die zahlt das schnell. Und ich glaube auch, ich habe auch nicht gedacht, dass mich die Gesellschaft so unterstützt. Ich habe wirklich gedacht, die meisten würden sagen, zahl das doch schnell, dann ist doch vorbei. Also ich hätte auch eher gesagt, ja, bezahl das, weil du jeder hat das gesagt. Gefängnis gehen. Mein Baba, also glaubst du wirklich, der süßeste Mensch der Welt, der eben auch große Angst hat vor der Gefahr, der hat mir gesagt, sag den Menschen, ich habe es aus Versehen bezahlt. Und dann habe ich gesagt, nein, Papa, wenn ich das wollen würde, wirklich, das inzwischen. Aber glaubst du wirklich, dass du ins Gefängnis gehen willst? Jetzt habe ich gehört, der Herr hat vor einigen Monaten ein Video rausgebracht, der Herr, was mir dann ein öffentliches auf seinem Instagram. Und hat gesagt, er hat bei der Staatsanwaltschaft schon mehrfach nachgehakt und hat gesagt, wann steckt ihr sie denn endlich ins Gefängnis? Der freut sich ja darauf. Der sieht das. Viele sehen das so, haben mir auch geschrieben, als wäre das ein Gewinn für die AfD. Ich nicht. Ich sehe das als eine unfassbare Deutlichmachung von dem rechten Problem, was wir hier auch leider haben. Und deswegen sehe ich das überhaupt, ich sehe das nicht so als, oh, jetzt hat der gewonnen, jetzt bin ich im Gefängnis. Überhaupt nicht. Sondern ich sehe, jetzt werdet ihr sehen. Und damals viele, die Presse aus Italien, ein Journalist mit 1,5 Millionen Followern, ein sehr bekannter Journalist, der viel so Mafia-Sachen outet, einen Riesenartikel über mich geschrieben. Und damals habe ich gemerkt, oh wow, das wird auch in anderen Ländern gesehen, was hier passiert. Und wie gesagt, nicht meine Gefängnisstrafe, die ist ja auch völlig zu Recht und die ist so. Aber dass er freikommt, dass sie das sehen, dass sie sehen, sowas wird in Deutschland unter den Teppich gekehrt. Auf jeden Fall habe ich
nichts bezahlt, ich habe nicht geantwortet. Ich habe einen der besten Anwälte in Deutschland angerufen damals und er hat nur mal zu fragen, wie die Lage ist. Und er hat sofort gesagt, Frau Armani, geben Sie mir bitte den Fall. Ich kriege Sie da raus, hat er auch gesagt. Sie sind Künstlerin, künstlerische Freiheit. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht im Gerichtssaal stehen und sagen, ich habe nur einen Witz gemacht, sondern ich habe diesen Mann nicht im Rahmen meiner künstlerischen Freiheit beleidigt. Ich habe ihn von Herz beleidigt und ich habe das sehr ernst gemeint. Und jetzt glaube ich, dass die Staatsanwaltschaft wartet, weil ich kriege viel diese Frage, wann passiert das? Ja. Und ich habe jetzt zum ersten Mal die Frage selber auf Instagram gestellt und habe gesagt, du hast die gefragt? Nee, ich habe, als ich erzähle, achso, der Winhardt hat bei der Staatsanwaltschaft gefragt, anscheinend mehrfach. Das erzählt er selber. Also er selber erzählt in einem Video auf Instagram, ich frage permanent nach. Er weiß ja auch, wo er fragen muss. Und die Dame, das ist jetzt seine Behauptung, ich weiß nicht, ob das stimmt, er sagt, die Dame hätte zu ihm gesagt, die lebt nicht mehr hier, die lebt jetzt in Großbritannien. Ach ja, du hast dich ja abgesetzt. Und dann hat er das fröhlich in sein Instagram gesagt, Frau Armani versucht ihrer Strafe von, Entschuldigung, 1800 Euro zu entgehen, indem sie sich nach Großbritannien abgesetzt. Was schon mal völliger Schwachsinn ist, weil gäbe es einen Haftbefehl, könnte ich das Land ja gar nicht verlassen. Da würde ja der Bundesgrenzschutz sagen, Entschuldigung, Frau Armani, Sie dürfen nicht raus. Wie wir erfahren haben, hat sich Frau Armani nach Großbritannien abgesetzt. Und das ist schon ein starkes Stück, wie ich finde. Sie versucht sich hier ihrer Strafe zu entziehen. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn ihr mitbekommt, dass Frau Armani irgendwo in Deutschland einen Auftritt hat oder in einer Fernsehsendung unterwegs ist oder wieder auf Tournee geht, dann sagt's bitte Bescheid. Denn nicht nur ich interessiere mich dafür, auch die deutsche Justiz. Ich habe noch nie woanders als in Deutschland gelebt. Als ich aus dem Iran kam, war ich 6 Monate alt. Ich habe noch nie irgendwo anders gelebt, lebe nirgendwo anders. Und im Gegenteil, ich poste alle 3 Minuten, wo ich bin. Und das heißt, es gäbe es einen Haftbefehl, würde man mich jetzt finden. Und jetzt ist das seit 2 Wochen ein Running Gag, dass ich rumlaufe und sage, ach, ist Großbritannien nicht schön. Und jetzt sind wir auch gerade in, was hast du gesagt, Manchester. Ja. Jetzt sind wir in Birmingham, Manchester, London, wo auch immer. Ja, und ich würde gerne von der Staatsanwaltschaft, also ich sag dir, mein Wunsch ist ehrlicherweise, ich würde gerne, dass sie es durchzieht. Das ist mein Ding. Mein Ding ist, mach doch. Also mit lass dir. Es nicht, ja, weil ich denke mir, lass es eben nicht, ach jetzt, oh, damit haben wir nicht gerechnet, dass sie es so groß macht, sondern mach das, was du angekündigt hast. Steck mich ins Gefängnis für die 40 Tage, damit das deutlich wird. Ja, das ist mir tatsächlich das Liebste, weil das ist nämlich, so wird Protest sichtbar. Ja. Lisa, ganz ehrlich, ich glaube, das wäre historisch. Also wenn sie da, also alleine diese Geschichte drumherum, das wäre so ein international sichtbares Fanal einfach, wie die Situation sich politisch auch in Deutschland entwickelt, ne? Und wo sich die Gesellschaft hin bewegt. Also klingt jetzt blöd, aber das Beste, was jetzt passieren kann, auch in dieser politischen Gemengelage, ist, dass du 40 Tage im Knast bist. Das ist sehr lieb, danke dir. Deep und deutlich geht es auch hier in unserem nächsten Talk weiter. Und hier haben wir ein Video aus dem Funknetzwerk für euch. Und Deep und deutlich gibt es immer donnerstags in der ARD Mediathek. Viel Spaß.